Und da sind wir auch wieder mitten im Gespräch mit Dunning-Häser, genau. Möchten wir jetzt die Suite oder möchten wir ein billiges Zimmer? Ich glaube, ich möchte die Suite. Wenn nicht, wird doch was anderes sein. Schon klar, dann geben Sie mir eben die Suite. Im Ernst? Was soll der Spaß denn kosten? Eigentlich würden wir dafür ja $53 verlangen. Und das ist nicht wenig. Aber weil sie es sind, kostet sie heute nur $300. Das ist immer noch ein bisschen sehr viel. $300? Das ist wohl ein Witz. Zocken sie mit der Masche die Leute ab? So teuer ist das gar nicht. Das Zimmer ist jeden Dollar wert. Mein Wort drauf. Nein, danke. So viel Geld habe ich auch gar nicht bei mir. Das hätten sie auch gleich sagen können. Dann füllen Sie mal den Anmeldezettel hier aus. Hier, nehmen Sie diesen Schreiber. Ja, jetzt dürfen wir uns einen Kugelschreiber nehmen. Ich heiße Kyle. Ja, ich kann wunderschön schreiben und ich wohne in der, keine Ahnung, Avenue. In New York. Nein, Los Angeles. Rom. Na gut, dann muss ich hier noch unterschreiben. Habe ich nicht eine schöne Schrift? Kyle Hyde. Das ist Ihr Name? Kyle Hyde? Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es noch. Der Junge ist unglaublich witzig, wenn er verkatert ist. Gibt es da ein Problem? Nein, nein, vergessen Sie es ganz einfach, dass ich etwas gesagt habe. Nee, hatten Sie mal. Ein guter Name, oder? Oder gibt es da ein Problem? Wir wiederholen es sehr gerne. Und? Passt Ihnen mein Name etwa nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, machen Sie sich keine Gedanken. Irgendwas ist doch. Glauben Sie, ich bin blind? Steht mein Name etwa auf irgendeinem Steckbrief? Nein, nein, bestimmt nicht. Ich höre den Namen nur nicht zum ersten Mal. Wir hatten hier nämlich mal einen Gast mit dem gleichen Namen. Der Gast mit dem gleichen Namen wie ich. Wow. Ich kann auf zwei Seiten gleichzeitig lesen. Das ist alles. Nichts, worüber Sie sich den Kopf zerbrechen müssen. Stimmt's? Also, Sie möchten jetzt bestimmt auf Ihr Zimmer. Nehmen Sie die Zimmer 215. Hier ist der Schlüssel. Oh ja, den darf ich jetzt auch wieder nehmen. Ich nehme den Schlüssel Zimmer 215 an mich. Auf dem Anhänger ist unter der Zimmernummer das Wort Wunsch eingraviert. Nein, stimmt nicht, da steht Wish. Wunsch? Was soll das denn heißen? Wunsch? Das ist der Name des Zimmers. Das Zimmer hat einen Namen? Ja, alle Gästezimmer haben hier einen Namen. Es gibt Wunsch, Mut, Erfolg, Morgenrot und sogar Engel. Allerliebst. Und Sie denken sich den Namen alle selbst aus? Ja, lauter schönen Namen. Finden Sie nicht auch? Wunsch gefällt mir dabei am besten. Was für ein Schwachsinn. Wie bitte? Mehr als eine Nummer braucht so ein Zimmer nicht. Namen für Hotelzimmer sind reiner Firlefanz. Firlefanz? Das hat bisher noch niemand zu mir gesagt. Gesagt nicht, aber gedacht haben sie es sich alle. Jede Wette. Der ist so ernst, der Kyle. Ein sehr unsympathischer Hauptcharakter bisher. Das stimmt nicht. Viele Gäste haben sich richtig gefreut über die Namen. Aber gut, sie mögen es wohl eher simpel. Dann kann ich mir das, was ich noch sagen wollte, ja sparen. Für einen wie sie wäre diese Geschichte sowieso reiner Firlefanz. Ah, ich bin blöd, tut mir leid. Nee. Warten Sie mal. Ja, der wiederholt sich, na egal. Was für eine Geschichte oder für einen wie mich? Was für eine Geschichte? Das interessiert mich jetzt. Was für eine Geschichte meinten Sie? Firlefanz, eine ganz und gar überflüssige Geschichte. Jetzt machen Sie es nicht so spannend. Was wollten Sie mir noch erzählen? Na, wenn Sie unbedingt hören wollen.
Es geht um ihr Zimmer, Nummer 215. Hinter diesem Zimmer steckt mehr, als es scheint. Nein, wirklich, das hätte ich bei dem Titel des Spiels nie gedacht. Was soll das heißen? Etwa irgendeine Spukgeschichte oder so etwas? Nein, bestimmt nicht. Es ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Sagen Sie mal, gibt es irgendwas, das Sie sich wünschen? Ich wünsche mir nicht wirklich viel. Überrascht mich nicht. Ist aber auch egal. Wenn es aber doch etwas gibt, das Sie sich von Herzen wünschen, dann kann es gut sein, dass Ihr Wunsch heute Nacht in Erfüllung geht. Es wäre gruselig, wenn man sich wünscht, ich wünsche, meine Mama lebt noch. Das wäre wirklich, nein. Denn wissen Sie, Nummer 215 ist nämlich ein ganz besonderes Zimmer. Auf Zimmer 215 gehen Wünsche in Erfüllung. Ach ja, ich habe hier noch was für Sie. Eine Broschüre des Hauses. Es ist auch eine Karte darin, falls Sie sich mal verlaufen. Karte des Hauses? Ich nehme die Broschüre an mich. Ich falte sie zusammen und lege sie zwischen die Seiten meines Notizbuches. Und damit sind wir mit der Anmeldung fertig. Ihr Zimmer liegt im ersten Stock. Hinten an der Rezeption vorbei ist die Treppe. Gehen Sie nach der Treppe rechts. Ihr Zimmer liegt am Ende des Ganges. Unser Restaurant ist gleich gegenüber der Lobby. Ab 18 Uhr wird Abendessen serviert. Frühstück gibt es ab 37. Unsere Hotelbar hat ab 21 Uhr geöffnet. Checkout ist bis 10 Uhr. Wenn Sie überziehen, zahlen Sie das Doppelte. Also sagen Sie rechtzeitig Bescheid, falls Sie länger bleiben wollen. Haben Sie sonst noch was auf dem Herzen? Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Ich erwarte ein Paket. Wurde hier ein Paket für mich abgegeben? Ein Paket? Für Sie? Nein, hier ist nichts abgegeben worden. Schauen Sie bitte nochmal nach. Es muss hier etwas für mich abgeben. Sie lassen sich ein Paket in ein Hotel ohne Reservierung schicken? Was soll das? In Ihrem Paket ist da nichts drin, was mir hier Schere reinmacht, oder? Da wollen wir dann nachhaken. Moment mal, das ist wie in Field White. Objection! Was für Schere rein? Schere rein? Was meinen Sie mit Schere rein? Steckt in dem Paket irgendwas, was mich Ärger ins Hotel bringt? Hängt davon ab, was Sie mit Ärger meinen. Naja, einmal ließ sich ein Mann in Ihrem Alter hier etwas zuschicken. Ich kann Ihnen sagen, das gab einen Krawall. Sagen wir einfach, sowas brauche ich kein zweites Mal. Naja, schwamm drüber. Um die Sache mit dem Paket kümmert sich unser Hotelboy später. Wenn etwas kommt, lasse ich es Ihnen aufs Zimmer bringen. Ja, wollen wir erstmal über den Krawall etwas erfahren, richtig? Au. Was meinen Sie mit Krawall? Was ist da genau passiert? Wie so ein Detektiv. Ich möchte jetzt aber alles ganz genau wissen. Dass der sich nicht aufregt, dass ausgefragt wird. Ja. Die Sache ereignete sich vor 3 Jahren. Ich hatte gerade den Boy losgeschickt, um einem Gast ein Paket hochzubringen. Und auf einmal platzte die Polizei hier rein. Eine Razzia? Dieser feine Gast war ein steckbrieflich gesuchtes Mitglied einer Liebesbande. Und dieses Hotel wollten sie als Umschlagsort für ihre Ware verwenden. Ich sage Ihnen, das gab ein Theater. Es gab hier drin eine Schießerei. Und die Gäste gerieten in helle Panik. So eine Aufregung will ich nicht noch einmal erleben. Seitdem gilt hier Hausverbot für Kriminelle und für Polizisten. Also für Kriminelle kann ich nachvollziehen. Nein, Sie dürfen hier nicht ermitteln. Sie sind Polizist, ich möchte keinen Polizisten in meinem Hotel haben. Sie hatten also einen Gast mit dem gleichen Namen wie ich? Jawohl, er hat sich auch Karl-Heid genannt. Kommt auch mal vor, dass man so heißt. Also Heid ist jetzt nicht so der ultimativ seltene Nachname, ne? Der Mann war sogar ungefähr in ihrem Alter. Sehr spannend. War ein langer Kerl, schlank und blond. Ein blond.
blonder, großer und schlanker Mann. Das passt ungefähr auf die Hälfte aller Amerikaner. Na gut, ein Viertel, die anderen sind dick. Die Beschreibung passt auf Bradley. Wow. Er macht allerdings eine ganz andere Figur als sie. Eine andere Figur? Was soll das heißen? Er kam ihr im piekfeinen Anzug an. Machte richtig was her, der Knabe. Hab schon verstanden. Und? Gibt sich dieser Herr hier öfter die Ehre? Nein, er war nur einmal hier. Vor einem halben Jahr. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ohne Überwachungskameras wird es sowieso nichts mit dem. Och mein Gott. Mein Raum erfüllt Wünsche. Dieses Zimmer soll also Wünsche erfüllen, ja? Ja, fragen Sie nun mal die, die dort übernachtet haben. Zuerst kam eine junge Dame, danach ein älterer Herr. Beide sahen matt und erschöpft aus, als sie sich bei mir anmeldeten. Aber nach einer Nacht auf Zimmer 215 waren sie wie ausgewechselt. Ich fragte die beiden, was denn in der Nacht passiert sei. Sie schauten mich an und antworteten beide genau dasselbe. Zimmer 215 ist ein Wunder. Es hat mir einen Wunsch erfüllt. Jetzt ist alles gut. Ich glaube ja, da schiebt jemand Zettel runter. Du musst das sagen. Und genau das meinte ich. Reizend. Was gibt's da zu lachen? Nichts, nichts. Aber sparen Sie sich doch bitte den Rest der Geschichte. Ich bin zu alt für Märchen. Ach, dieses Grinsen ist so dreckig. Märchen? Das ist es, was Sie denken? Sie denken wohl, ich verschwende nur Ihre kostbare Zeit, ja? Denken Sie doch, was Sie wollen. Ist schließlich ein freies Land. War's das? Ja. Schönen Abend halt noch auf Ihrem Zimmer. Wie sympathisch. So, jetzt wollen wir uns das Hotel noch weiter angucken. Fenster ist unwichtig. Meint ihr, hier gibt es noch was Interessantes? Bestimmt. Die Lizenz des Hotels. Wahrscheinlich sowieso schon längst abgelaufen. Ja, passiert. Ein Nummernschild an der Wand. Hat etwa ein Kfz-Mechaniker diese Müllhalde dekoriert? Ja, dieser Fall hier kommt übrigens nicht vor, wenn man normal spielt, denn erscheint nur, wenn man mit seinem Touchpanner drauf ist. Eine hübsche Frau. Netter Bikini. Schade, dass eine Frau wie die im echten Leben nie hier übernachten würde. Aber sich das nochmal genauer angucken. Ja, so sieht ihn das. Frage mich, wie viele Lose sie schon angestarrt. Lose. Lose. Hä? Frage mich, wie viele Lose sie schon angestarrt und dabei fantasiert haben. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Halt. So, das ist ein Sticker. Unter dem Rahmen klebt ein Sticker. Ja, dieser Sticker heißt plus 16. Wie ich in meiner einstündigen Probespielweise schon mal erfahren habe, sind diese Sticker gar nicht mal so unwichtig. Also schreiben wir jetzt mal hier hin. Plus 16. Wo habe ich eine schöne Schrift? So, diese Lampe ist auch noch ganz, ganz hübsch. Frage mich, ob der Lampenschirm irgendwann mal weiß war. Nein. Das erinnert mich an ein gewisses Zitat. Als ich sie gekauft habe, war sie weiß. Und wer jetzt weiß, woher das kommt, ist ein Nerd. Was? Oh mein Gott, andere Menschen, die in dieses Hotel wohnen. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht ein Zimmer für mich frei? Als ich mich vom Schalter entferne, erklingt hinter mir eine Stimme. Boah, sieht die nett aus. Ah, ich bin ein Pirat. Ich brauche ein Zimmer für die Nacht. Und um wen es sich hierbei handelt, erfahrt ihr im nächsten Teil. Oder auch nicht.